Digga, so ein raffinierter Hund. Digga, 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 Digga. Hi Leute, vielen Dank fürs Einschalten. Da sind wir wieder am Start und ich werde euch heute ein paar Spiele zeigen. Ich weiß nicht, der Lockdown und so, der ganze Krempel, das geht euch bestimmt genauso auf den Sack wie mir. Ich habe aber jetzt versucht, so ein bisschen das Beste einfach draus zu machen. Habe ein paar Listen runtergeschrieben, was ich euch gerne mal zeigen würde. Und meine Motivation aktuell spiele ich total wenig, schöpfe ich einfach daraus, dass ich mich selber geil mache auf Sachen, die ich dann spiele, wenn es dann wieder geht. Und habe mir mal so Gedanken gemacht, boah, jetzt hast du so ein fettes Regal, auf welche 10 Spiele hast du am meisten Bock? Das heißt, wenn Corona morgen aufhören würde, würde ich übermorgen mich zusammensetzen, ein paar Leute suchen und diese ganzen Dinger nach und nach das Wochenende runterspielen. Soweit zumindest der Plan. Ich habe viele coole Sachen hier drin, da viel ist mir schwer, nur auf 10 Spiele, mich auf 10 Spiele zu beschränken. Allerdings, wie gesagt, ich habe halt am meisten Bock aktuell diese Spiele zu spielen. Und ich würde einfach mal ohne System anfangen. Sind kleinere Spiele dabei, größere Spiele? Ich glaube eigentlich bis auf eins sind sie alle verhältnismäßig anspruchsvoll. Tatsächlich, weil diese Low-Bob-Spiele, die kann man ja auch irgendwie trotzdem noch zu zweit nebenher irgendwie zocken und so. Deswegen fange ich erstmal mit einem fetten Story-Klopper an. Von Zeit zu Zeit, ein-, zweimal im Jahr ist es normalerweise so, da baue ich hier auf dem Tisch, der wird ausgezogen, da kommen da fette Platten drauf und es wird Stimmung geschaffen und alle kommen ran und wir schaffen uns ein episches Spielerlebnis. Auf das Spiel, was ich jetzt deswegen auch jetzt schon über ein Jahr nicht mehr gespielt habe und wo ich unnormal Bock drauf hätte und es eigentlich jeden Monat einmal am Wochenende spielen könnte, habe ich hier Arkham Horror in der zweiten Edition. Ich habe die ganzen Erweiterungen dazu. Das Einzige, was ich nicht habe von einer Erweiterung, da fehlen ein paar Karten. Also das wurde irgendwann mal zusammengeschmissen, wurde nicht zurück, vernünftig zurückgeräumt. Mir ging es aber in erster Linie um die Abwechslung der Begegnungskarten und so. Und die sind alle vollständig und die anderen zwei Sachen, die habe ich mir kopiert. Da fehlen. Also das ist jetzt nicht die Welt. Bei Arkham Horror ist es ja sowieso immer, dass alles verhältnismäßig modular ist. Das heißt, ihr nehmt das Grundspiel, was übrigens auch komplett reicht. Und ihr bekommt es gebraucht für, keine Ahnung, 20 oder so auf eBay Kleinanzeigen. Und wenn ihr dann komplett geistesgestört seid, dann könnt ihr noch 800 Euro in die Erweiterung versenken. Die sind nämlich out of print und ja, super, super, super schwierig zu bekommen. Wir schreiben das Jahr 1926, Schauplatz des unheimlichen Geschehens ist Arkham, Massachusetts. In der friedlichen Kleinstadt gehen in letzter Zeit seltsame Dinge vor. In den dunkelsten Ecken der Stadt öffnen sich unnatürliche, fremdartige Portale zu furchtbaren Welten, fern jeder Vorstellung. Widernatürliche und scheußliche Kreaturen kriechen aus diesen Toren, um Angst und Schrecken zu verbreiten. Als wäre das noch nicht genug, so ist in einer dunklen Prophezeiung zu lesen, dass sollten sich zu viele dieser Portale öffnen, eine düstere Wesenheit von unfassbarer Macht in unsere Welt vordringen und das Ende der Zeit einläuten wird. Ihr kennt Flavortext von vielen Spielen. Aber das hier fühlt sich tatsächlich dann auch genauso thematisch an. Und jeder spielt quasi einen Ermittler. Ihr könnt es bis zu 6 spielen. 2 bis 6, das steht glaube ich. 1 bis 8 sogar. 1 bis 8. Ich würde es euch nicht empfehlen, zu 8 zu spielen. Wir spielen es im Regelfall zu 5 oder quasi zu 6. Auch da ist halt eben schon richtig viel zu tun. Und die Downtime, ne, wächst halt eben dann irgendwie exponentiell mit jedem zusätzlichen Spieler irgendwie gefühlt, bis man wieder dran ist. Zumal man auch irgendwie mal aussetzen kann, wenn man Raum und Zeit verloren ist. Und wenn du dann nur alles 16. Mal dran bist, anstatt jedes 14. Mal, dann ist das schon irgendwie, ja, vielleicht ein bisschen zu übertrieben, deswegen würde ich empfehlen, Sweet Spot ist 4, 5 zu 6, könnt ihr es quasi auch noch spielen, aber 7, 8 und so finde ich dann irgendwie schon heikel. Da braucht ihr dann die Erweiterung tatsächlich dazu und ihr müsst euch ein ganzes Wochenende einschließen, weil dann kommen nämlich noch Innsmouth dazu, dann kommt Kingsport noch dazu und wie heißt das andere noch hier? Miskatonic und dann kommen weitere Spielbretter, auch da muss man dann irgendwelche Sachen halt eben drauf wegfetzen. Dunwich gibt es halt eben noch, 1000 kleinere Erweiterungen und so weiter. Ich würde euch empfehlen, holt einfach nur dieses Grundspiel, um das mal auszutesten, wenn ihr da einfach Bock drauf habt. Es ist ein Würfelspiel, das heißt, es ist ein bisschen Glück dabei, aber es ist einfach, es macht so Bock. Ihr sucht euch am Anfang einen von so einem fetten Stapel von irgendwelchen coolen Charakteren einfach aus. Der Professor, die Archäologin, der Jäger, weiß ich nicht, der Rumstreuner. Und dann rüstet ihr die aus mit Waffen, mit Gegenständen, mit Zaubern, mit Fähigkeiten. Und dann seid ihr da unterwegs und müsst versuchen, kooperativ
zu versuchen, diese Portale alle zu schließen, die sich in dieser Welt aufmachen. Hab Zufallsbegegnungen an den verschiedenen Orten und muss dann da irgendwelche Proben machen, um irgendwelche Sachen zu bekommen. Wenn ihr mit den anderen Brettern spielt, habt ihr quasi noch so einen Bahnhof, da könnt ihr dann gegen Geld auf das andere Spielbrett fahren, um da noch irgendwelche Sachen dann irgendwie zu erledigen. Es gibt persönliche Quests und es ist und bleibt einfach ein richtig, richtig fettes Game. Die dritte Version, die habe ich leider nicht gespielt. Ich habe das halt ja nur in dieser zweiten Edition und bin damit auch sehr, sehr zufrieden. Zumal wir die dritte hatten ja auch nicht so viel gehört. Da kam ein bisschen Erweiterung und dann war halt eben einfach leise. Ich glaube, der fette Fan-Stuff ist halt eben hier. Der fette Fankreis ist halt eben hier einfach bei diesen Geschichten. Ich kann hier einfach mal. Guck mal, ganz teilweise aus Erweiterung habe ich noch nichts mehr ausgepackt. Wir spielen im Regelfall eigentlich nämlich immer mit dem Grundspiel und packen uns dann da einzelne Sachen dran. Wir haben das Grauen von Dunwich mal mit reingepackt. Der King in Yellow spielt jedes Mal mit und so weiter und so fort. So. Geht hier mein Tisch kaputt, Leute, ey? Krass. Muss 1300 Euro geht hier einfach so das Ding raus hier. Holz. Muss ich auf jeden Fall mal einkleben hier. Boah. Will mal weg. So, gut. Dann haben wir auf jeden Fall das einmal gezeigt. Da habe ich unnormal Bock drauf, wieder Leute einzuladen, dazu was zu grillen oder was zu essen zu bestellen. Einfach diese epische Geschichte zu erleben. Auch wenn sie natürlich bockschwer ist. Und man es im Regelfall nicht schafft und untergeht. Aber das macht sie halt eben gerade auch einfach so sweet und so lecker, wenn die Spiele halt eben nicht zu einfach sind. So, dann machen wir weiter mit einem Spiel, was ich verhältnismäßig neu habe, seit Ende letzten Jahres, was ungefähr in die 65, 70 Euro Preisbresche schlägt, und das ist einfach Whistle Mountain. Seit ich das Ding habe, bin ich so pervers angefixt von diesem Spiel und habe wirklich Bock, es wöchentlich oder zweimal in der Woche einfach zu spielen. Aber allerdings ist das Ding hier auch irgendwie in voller Besetzung, irgendwie finde ich persönlich am geilsten, wie das bei Einsatzspielen irgendwie ist, wo du halt irgendwann einsetzt und sich gegenseitig halt eben Plätze wegnimmst und so zu zweit, ist das eher so, nee. Also klassisches Spiel in voller Besetzung, ihr könnt bis zu 4 Spieler halt im Spiel, 2 braucht ihr mindestens einen Solo-Modus, hat das ganze Ding nicht. Ich habe auch ein Regelvideo dazu gemacht, da könnt ihr euch gerne mal reinziehen. Letztlich hat jeder Luftschiffe und die setzen wir auf den Spielplan ein und lösen dann benachbarte Ressourcenfelder und Aktionen aus und haben an der Seite noch so Docks, wo wir reingehen können, um uns neue Maschinen zu holen. Eine übertrieben heftige Wiederspielbarkeit durch übertrieben heftige viele Kombo- und Kombinationsmöglichkeiten. Ein absolutes Over-the-Top-Spiel. Ist ein absolutes Over-the-Top-Spiel. Leider, wie gesagt, Verfügbarkeit nicht so geil. Verhältnismäßig teuer. Also da kriegt ihr teilweise schon dreimal gebraucht, das Arkham Horror Grundspiel, anstatt einmal Whistle Mountain. Aber das Ding ist ein ewiger Keeper, wenn auch mechanisch, storymäßig dürfte das nicht zu viel erwarten, aber Material ist total super. Ich kann euch wirklich nur empfehlen, sich das Ding mal reinzuknistern. In der Community gibt es tatsächlich jetzt auch das Regelbuch wurde schon auf Deutsch hier übersetzt und in das Ding hier reingeknallt. Ansonsten ist das Teil hier einfach randvoll. Storage hast du natürlich wieder nicht, aber es sind auf jeden Fall genug Tüten dabei und es muss einiges ausgepöppelt werden. Aber die Regeln sind wirklich, wirklich zugänglich. Wie gesagt, zieht euch mein Regelvideo rein. Whistle Mountain over the top einfach. Ist einfach over the top. Und wenn man viele Jahre schon spielt, da finde ich, dann hat man es immer total schwer, so richtig Begeisterungsstürme nochmal für irgendwie was zu kriegen. Und das hatte ich ja echt bei dem Spiel. Ja. Nochmal danke an Chris, der hat es mitgebracht und hat direkt gesagt, Digga, das ist was für dich, das wird dir gut gefallen. Dann hast du dann nicht gespielt, der Daniel wird es auch auf jeden Fall lieben. Und Selçuk auch, weil das ist schon auch ein bisschen fies. Fiese Spiele machen wir auch direkt einmal weiter. Ein paar fiese Spiele habe ich tatsächlich auch dabei. Irgendwie kann das sein, dass vielleicht eher so mein Charakter sich alles anpasst, dieser Stapel hier. Und zwar habe ich hier leider Out of Print Innovation vom Schwerkraft Verlag, beziehungsweise Innovation. Das ganze Ding gibt es auf Englisch auch bei Yellow, und zwar mit einigen Erweiterungen und so weiter und so fort. Weil jede Karte auf diesem Karten-Zivilisationsspiel, ich muss dazu sagen, im Regalbesuch, ich kannte das gar nicht, der Regalbesuch von Ocho, der Stefan, der hat mich da drauf gebracht und sagte, ja, das kennst du nicht. Ich habe eine Weltreise gemacht und da konnte ich natürlich nicht so viel mitnehmen mit meiner Freundin zusammen. Wir haben nur dieses Spiel mitgenommen und konnten uns nur mit diesem Spiel
die ganze Weltreise über ganz gut unterhalten und auch andere Leute damit ganz gut unterhalten. Es ist verhältnismäßig komplex, wie ich finde, wobei die Regeln eigentlich einfach sind. Die Schwierigkeit bei dem Spiel liegt es halt eben, die Übersicht bei allem, über alles quasi zu behalten. Es gibt verschiedene Zeitalter. Es geht los in es gibt los in hier Neandertaler Zeit, Kreidezeit, weiß ich nicht, und geht dann bis irgendwann ins Space-Zeitalter. Und ihr geht dann quasi von Epoche zu Epoche, hangelt ihr euch ja durch, nehmt halt eben Karten und baut die bei euch ein. Das sind dann quasi Erfindungen der jeweiligen Epoche sozusagen, die verbessern sich doch immer. Und indem man sogenannte Dogmen auslöst, könnt ihr quasi Vorteile aus euren eigenen Karten schöpfen oder andere Leute quasi damit knechten. Das heißt, wenn ihr viele Burgensymbole habt, dann habt ihr, was weiß ich, jeder Spieler, der weniger Burgen hat, den könnt ihr dann damit dominieren sozusagen. Und der muss euch seine zwei besten Gebäude rübergeben oder wie auch immer. Es ist wirklich, wirklich richtig mies und gemein. Also da dürft ihr wirklich keinen haben, der da sitzt, der nachher böse ist. Aber wie gesagt, da habe ich noch ein paar Sachen hier von stehen. Insgesamt ein absolut grandioses Spiel. Setzt euch bei eBay Kleinanzeigen mal einfach in die Suchfunktion rein und guckt, ob ihr da irgendwo noch eins ergattern könnt. Weil das ist auch so ein Ding, das nimmt keinen Platz weg. Es ist wirklich cool gemacht. Es ist wirklich cool designt. Und bei dem Spiel geht mir regelmäßig einer ab. Obwohl es leider so ist. Man kann es auch bis zu 2 bis 4 Spieler spielen. Die Altersangabe ist ab 14. Ich würde auch tatsächlich sagen, es ist auch ab 14. Also, es ist ein Spiel für Erwachsene, weil diese unglaubliche Komplexitätsgrad über die Kartenauslage, die man sich da baut, und zusätzlich versuchen noch die anderen so ein bisschen die Übersicht zu behalten, was die da jetzt quasi machen und wie viel Symbol hat der, kann der mich jetzt da gleich ballern, kann der mich da nicht ballern, kann ich den ballern und so weiter. Übelst thematisch finde ich halt eben auch einfach so die Fähigkeiten von den ganzen Sachen, wenn man so ein kleines bisschen mal über die Burgzinne rüberlinst. Ein super, super cooles Ding. Wie gesagt, auf Deutsch leider nicht erhältlich, müsst ihr dann auf die englische Version rübergreifen. Es ist auch tatsächlich wenig drin. Magnetverschluss hier finde ich immer ganz geil. Jeder hat einfach hier nur so ein Playerboard, was ich persönlich schon mal nice finde. Es könnte schwerkraftmäßig natürlich auch total dünn sein und dann irgendwie abwiegen. Und dann gibt es einfach hier Karten, die in diese verschiedenen Zeitalter sortiert sind, die dann quasi in der Mitte ausliegen. Und wenn man neue Karten bekommt, zieht man immer von seiner aktuellen Entwicklungsstufe und so weiter und entwickelt sich so dann weiter. Und wenn du dann selber schon Panzer hast und der andere ist dann so Civilization-mäßig noch auf seinen Kamelen unterwegs, so, dann kann man sich ja schon denken, in welche Richtung sich die ganze Kiste halt eben abzeichnet. Ich hab's ultra Bock drauf. Ultra, ultra, ultra Bock drauf. Auch sicher eins meiner liebsten Spiele. Ich muss auch meine Lieblingsspielliste eigentlich mal aktualisieren, glaube ich. Ich habe mal die ganzen Videos geguckt, nochmal nachgeguckt oder durchgeklickt von meinen meine Top-Spiele-Videos. Da würde ich auch heutzutage sagen, da sind nicht mehr alles für mich Spiele, die einfach nur noch top ist. Da werde ich auch mal demnächst mal eine kleine Aktualisierung machen und mal gucken, was da alles rausgeflogen ist aus den letzten 3 Listen. Ja, man entwickelt sich halt eben einfach, würde ich jetzt mal sagen. Manche vor, ich zurück. Machen wir weiter mit dem nächsten Spiel, was eigentlich auch ein bisschen dreckig ist. Es tut mir leid, Leute, wenn ihr jetzt gerade irgendwas sucht, um euch Heidewitzka Frohwart unter einen Osterbaum zu legen. Und habe hier Argent the Consortium erstellt. Auch das ist eine Empfehlung von Chris gewesen. Ich hatte das dann, ich glaube, der Ralf hat es dann mitgebracht und hat es dann mir aber erklärt und hat dann irgendwie gespielt. Und der Chris sagte dann, ja, ich habe das ja auch, ich würde das abgeben wollen. Und ich denke mir, die Hohlfritte, okay, komm, Digga, ich nehme dir das sofort ab. Ich weiß gar nicht, ob ich es getauscht habe oder ob ich es genommen habe. Könnte sein, dass eins von meiner 3 Tauschungen ist. Das Ding ist von Level 1990 Games, ihr kennt das von Millennium Blades auf jeden Fall. Das haben wir ja auch hier quasi im Regal steht und letztlich habe ich es auch mal schon mal erwähnt. Ich werde euch trotzdem mal kurz einen kleinen Abriss geben. Es liegen verschiedene Orte in der Mitte auf. Das kann man hier vielleicht ganz gut sehen. Ich kann das Ding auch mal aufmachen hier. Auch hier randvoll mit Zeug. Allerdings wieder Fehlanzeige. Aber Tütchen waren, glaube ich, auch noch drin. So, in der Mitte liegen quasi Orte aus und am Anfang stellt man sich so ein Team aus Zauberern zusammen und die Zauberer haben alle verschiedene Fähigkeiten. Der eine schützt, der andere greift an, der andere macht dieses, der andere macht jenes.
So, mit am Anfang draftet man quasi diese Zauberer und hat dann zusätzlich zu seinem eigenen Team, weil jeder gehört einen so einer Zauberschule an, noch ein paar Startzauberer. Und dann ist es nichts anderes als ein Worker-Einsatzspiel. Und dann setzen wir auf diese Orte hier unsere Worker ein und holen uns dann entsprechend das, was da drauf steht. Was wollen wir eigentlich machen im Spiel? Ihr könnt euch vorstellen, das ist so wie Hogwarts, so Zaubererschule, der Oberzauberbarbo will in Rente gehen und wir wollen uns natürlich profilieren, dass wir der Nachfolger von Mr. Dumbledore sind. Und das geht allerdings nur, indem wir uns beim Rat beliebt machen, weil der Rat wird am Ende entscheiden, wer das wird. So, natürlich hat jeder das Ratsmitglied, was nachher halt eben in abstimmen wird, wer der neue Oberzauber-Barbo wird, eine bestimmte Vorliebe. Das heißt, der gibt dir die Stimme, wenn du die meisten roten Karten gesammelt hast. Der andere gibt dir die Stimme, wenn du am Ende des Spiels das meiste Mana hast. Der andere gibt dir das Spiel, wenn du die meisten Gefährten hast und so weiter und so fort. Allerdings sind es, glaube ich, 10, 11 oder 12 Typen und dabei liegen nur zwei offen und man kann dann irgendwie über ein Aktionsfeld unter anderem auch drunter gucken und weitere Siegvoraussetzungen sozusagen erfahren. Und dann darauf hinarbeiten, diese Leute durch sein eigenes Setup nachher in diese Endabstimmung auf die eigene Seite zu bekommen, um der neue Oberzauberer Barbo zu werden. Und das macht so fett Fehls. Es ist halt eben ein Spiel, du spielst die ganze Zeit vor dich hin und es ist nicht so, dass man irgendwann zu diesem Zeitpunkt in dem Spiel zu dem Zeitpunkt in diesem Spiel das Gefühl hätte, scheiße, ich spiele hintenher. Es ist bis zur letzten Minute bei dieser Auswertung sitzen alle nur so da und hoffen nur, Digga. Und vor allen Dingen auch die nicht nicht umgedreht worden sind, die werden dann ja auch noch revealed und geben dann ihre Stimme. So, das heißt, wenn man sich ein kleines bisschen im Spiel auskennt, kann man so ein kleines bisschen auch zocken, aber es gibt natürlich mehrere Typen, die da liegen, die irgendwie was wollen, sodass man nie weiß, welche halt eben drin sind. Aber weil man die anderen Zauberer auch schrotet, weil man die quasi verdrängt, weil man den Sachen irgendwie abnimmt und so. Ihr habt noch Zauber, ihr könnt damit dann die Zauber lernen, ihr könnt die noch verbessern, ihr könnt die dann halt eben casten, um da irgendwelche Sachen mitzumachen. Es ist ein krank gutes Spiel. Es ist wirklich ein krank gutes Spiel. Leider gibt es nur auf Englisch. Ich versuche, meine englischen Titel eigentlich eher einzudampfen und mich ein bisschen auf das Deutsche zu fokussieren. Deswegen würde ich mir natürlich wünschen, dass hier von irgendwann eine deutsche Lokalisierung kommt, aber Level 99 Games hat, glaube ich, gar keine Lokalisierungspartner für irgendwas. Das ist sehr, sehr schade. Dementsprechend solltet ihr mal schauen, ob ihr das Spiel, wenn ihr Bock drauf habt, nachdem ich euch das jetzt erzählt habe, irgendwo bekommt. Müsst ihr mal schauen, Leute. Regelbuch ist jetzt auch nicht zu übertrieben. Hinten ist eigentlich die komplette Übersicht wieder drauf, was ihr halt eben haben wollt. Und alles ist total gut bebeispielt. Die Seiten sind auch total dick. Das ist schon wie Pappe. Das sieht jetzt total heftig aus. Es sind aber 23 Seiten insgesamt nur. Das heißt, dass dieses dicke Heft ist 12 Seiten. Das ist auch sogar das Regelheft ist hier, wie nennt man es, Linen-Finish oder Linen-Finish. Qualität ist echt gut. Mini ist natürlich nicht so geil, aber die sitzt man halt eben nur als Arbeiter dann letztlich irgendwie ein. Ich kann euch hier mal einen noch zeigen auf die Schnelle hier. Ja, wohl teilweise noch besser als woanders. Kann man nicht so sehen. Die sind natürlich auch klein, aber wie gesagt, die soll man halt eben nur einsetzen. Und farblich ist halt eben wichtig, dass die gut zu unterscheiden sind, damit man die Fähigkeiten halt eben rausholt. Es gibt nämlich dann für jeden Spieler noch unten so kleine Ringe. Da setzt ihr dann eure Zauberer rein, damit ihr wisst, welche Farbe es ist. Hier, Mana, Zeug, alles im Stissel. Gut. Mega gutes Spiel. Krass. Absoluter Garant. Dann ein Spiel habe ich jetzt hier, was ich persönlich finde, ein absolutes Überhighlight im Regal ist, was aber weltweit einfach, ja, weiß ich nicht, unter seinen Brüdern oder Schwestern untergeht, leider. Und die Rede ist von einem Mindclash-Game und wie ich finde, ein wirklich ausgezeichnetes Spiel. Es ist quasi Cerebria. The Inside World. Damals gab es, bevor es rauskam, so einen riesen Aufschrei. Geil, der nächste Mindclash-Titel und so weiter. Cerebria, The Inside World. Viele Leute sind reingegangen und man sieht es in keiner Top-Liste mehr. Man sieht es in keiner, geführt in keinem Spiele-Recap mehr. Es hat sich leider nicht durchgesetzt. Obwohl das Ding ultra nice aussieht und es bei mir auch
zu dem Zeitpunkt irgendwie hatte ja auch dieses Alles steht Kopf, dieser Pixar oder Pixar ist das Disney, Pixar, keine Ahnung, Film gewesen, wo dieses kleine, wo diese Gefühle in diesem Steuerzentrale bei dem Mädchen im Kopf sitzen und dann Wut und Angst und so und die steuern quasi dann irgendwie das Mädchen so ein bisschen. Und letztlich ist das quasi ja auch, es gibt zwei Teams, es ist ein Teamspiel, vielleicht kommt es deswegen so scheiße an, halt eben, es ist eigentlich, spielt man es 2 gegen 2, es hat auch noch einen Solo-Modus und so weiter. Ich würde euch empfehlen, spielt das Ding 2 gegen 2. So, dafür ist das Spiel eigentlich auch komplett ausgelegt. So, und in der Mitte des Spiels, ich habe auch ein zweiteiliges Regelvideo halt eben voll animiert gemacht, hier in Kooperation mit Paul Grogan. Das könnt ihr euch auch gerne mal reinziehen. Ich blende es auf jeden Fall mal ein. Richtig nice Ding. Und wir versuchen auf dem Spielbrett, kann ich das mal kurz rausholen hier. Ja, auch so ein Spiel, was man besser nicht, nicht so offen hier. Was bitte für auf dem Spielbrett hier? So viel Zeit muss sein, Leute. Allein die Rückseite von dem Spielbrett, Leute. Wie hübsch sieht die bitte aus? So, jetzt drehe ich das mal um. Ein Riesenspielplan braucht auf jeden Fall viel Platz. So, und das ist quasi hier der Plan. So, und Cerebria wird unterteilt in verschiedene Bereiche. Was weiß ich, hier ist einmal der Bereich für die Sinne. Hier speichert er die Gedanken. Hier sind Wünsche und Verlangen und so weiter und so fort. Und dann setzt ihr quasi euren Spirit. Ich weiß nicht, wo sie sind. Die sind nicht hier drin. Ich habe die irgendwo als Minis angemalt im Schrank stehen. Die setzt ihr dann quasi rein und nehmt dann Einfluss über so ein Area-Control-System auf die verschiedenen Gedankenbereiche. Und es gibt offene Agenda, wo Ziele zu jeder Runde zu erfüllen sind für beide Teams. Und wer es geschafft hat, kriegt die Punkte. Und jeder hat nur ein geheimes Agenda-Ziel für jede Runde. Und am Ende werden dann hier in die Mitte, da kommt vorne noch so eine Scheibe rein und so, da sind dann noch so Willpower-Kristalle, wird dann halt eben hier Cerebra gebaut und werden nachher dann am Ende des Spiels den meisten Einfluss halt eben auf die Komplexität der Hirnausbildung genommen hat, der gewinnt dann das Spiel. Unglaublich thematisch, unglaublich spannend, unglaublich hochwertiges Material. Leider 2 gegen 2, was so ein bisschen uncool ist. Regeln alles auf Englisch, aber. Scheiße, ich muss das mal ganz kurz. Ich gucke mal kurz hier rein. Ich habe hier komplette, danke an Ralf, der hat es in seiner Druckerei gemacht. Ich habe hier alle Dinger, Titel oben auf Englisch und auf Deutsch, damit man und alphabetisch sortiert, damit man es halt eben gut finden kann. Ich habe hier Regeln gebunden, alles auf Deutsch. Ich habe sogar zweimal alles gebunden auf Deutsch hier, Leute. Also wenn ihr Interesse habt, dann könnt ihr mir ja mal schreiben. Weil ich brauche es ja nicht doppelt. Ne? Aber hab's auf jeden Fall damit auch komplett eingedeutscht, was sehr, sehr gut ist. Und das Spiel auf jeden Fall auch vereinfacht, weil das Ding ist schon, wie ich finde, eigentlich ein expertig anmutendes Kennergame, sage ich jetzt mal. Meine Güte, ich muss das mal nachher in Ruhe machen. Ist auch eigentlich so ein Game, was man nicht so geil, was sollte man eher liegend lagern, glaube ich. Egal, ich tue den Scheiß erstmal zur Seite. Leckes Feuer. Vielleicht ist es auch so, dass ja, diese 2 gegen 2 Mechanik, du darfst dir die Karten zeigen, du darfst dich absprechen, die anderen sollen nichts mitbekommen. Vielleicht mögen das viele Leute nicht so. Ich finde das eigentlich ganz geil, so unter dem Tisch. Hey, guck mal, hier machen wir den und dies, das und so, tralala, und so ein bisschen Show zu machen und so. Gefällt mir auf jeden Fall ganz gut. Zieht euch mal das Video dazu rein. Cerebres Inside World bekommt man auch teilweise für einen guten Kurs, einfach weil es das unbeliebteste, unverständlicherweise, Game von Mind Clash ist. Mal gucken, ob Perseverance das ganze Ding dann irgendwie ablösen wird. So, das war jetzt so ein bisschen mieses Game. Wir machen aber jetzt mal mit einem richtig miesen Game noch weiter. Ich habe jetzt noch drei miese Games und dann ein Game. Also eigentlich habe ich noch vier miese Games. So. Eins meiner absoluten Lieblingsspiele bis heute. Leider schwer erhältlich. Grundspiel ja, Erweiterungen nein. Ihr kennt das ganze Spiel. Spartakus, ein Spiel über Blut und Verrat. Ja, es dauert lange. Ja, es ist alt. Das Artwork ist für viele Leute vielleicht irgendwie so ein kleines bisschen hässlich. Ich finde dieses Ding ultra krank. Ich finde meine Metallmünzen nicht mehr. Ich habe jetzt vielleicht eventuell eine Chance, also eine Eingebung, dass ich jetzt hier reingucke und meine Metallmünzen sind hier drin.
Nee. Aber auch so ein Game, was man eigentlich nicht hochkant lagern sollte. Ich habe aber meine Miniaturen alle bemalt, alles durcheinander gefallen, scheißegal. Genau, mit den Erweiterungen könnt ihr es zu siebt spielen. Mit dem Grundspiel könnt ihr es nur zu viert spielen. Mit der ersten Erweiterung Wolf und Schlange zu sechst. Und dann, wenn ihr noch Shadow of Death habt, dann könnt ihr es quasi zu siebt spielen. Wobei ich auch sagen muss, wir spielen es immer nur zu sechst. Und auch mal zu siebt. Aber der siebte Spieler, der bringt eigentlich keinen Zugewinn für das Spiel. Ich empfehle immer, das Spiel zu sechst zu spielen. Da hat man auf jeden Fall den meisten Spaß. Warum finde ich das so geil? Ich finde das Spiel geil, weil es hat halt verschiedene ja, Mechaniken, die es ineinander vereint. Also du hast letztlich mehrere Spiele, ne? Du hast am Anfang deine Intrigenfunktion, wo du lügen, betrügen, erpressen und so weiter kannst. Dann hast du diese Beat-Auktion über diesen Markt und am Ende halt eben noch diesen Arena-Kampf und so weiter. Und am Tisch das Ding ist halt eben emotionsgeladen as fuck. Und jeder, der dieses Spiel gespielt hat und hat es halt eben nicht verstanden, der soll sich gerne mal hier bei mir reinsetzen und wird von mir einmal bei Spartacus parat gemacht. Und der soll danach nochmal sagen: Ah, nee, nee, also nee, das war ja voll langweilig, das ist überhaupt gar nichts. Dann habt ihr das Spiel nicht verstanden, das ist nämlich hardcore durchgehend aufs Maul, auf die Fresse. Betrügen, belügen und so weiter. Alles ist handelbar in dem Game, das heißt, du hast so ein Mega-Trading-Ding auch einfach da drin. Pervers bekommt ihr jetzt noch ein Reprint, aber nicht mit dem originalen Seriendesign, was ich persönlich ein bisschen schade finde. Deswegen werde ich auf jeden Fall nicht umsteigen und werde bei dem Ding hier bleiben. Nochmal schönen Dank an Roman und Ela, die haben mir noch die Promos besorgt für einige Spartiaten, für einige Gladiatoren da. Geil, geil, geil. Und das ist halt eben auch so ein Spiel, das erzählt Geschichten zwischendrin, finde ich. Das erzählt halt eben Geschichten zwischen den verschiedenen Häusern durch die verschiedenen Intrigenkarten und so weiter. Und ich vergifte deinen Spartakus und der stirbt dann tatsächlich an vergiftetem Wein, ob du wohl den vorher erst überteuert für 24 Gold auf der Auktion ersteigert hast, obwohl er nur hätte 7 kosten können und so weiter. Es ist so Spaß und spannungsgeladen. Die Spieldauer könnt ihr variieren. Es gewinnt derjenige, der als erstes hier 12 Einfluss hat. Hier ist allerdings so, wir starten meistens bei 6 Einfluss und spielen dann nur bis 12 hoch, oder wir starten auf 7 Einfluss, weil wenn ihr auf 1 startet, die Einflusskarten, die Intrigenkarten, die brauchen immer eine gewisse Anzahl von Einflüssen. Wenn die Einfluss 4 hat und du hast nur einen Einfluss, dann musst du 3 irgendwo anders die her erbetteln. So bei anderen Spielern, hier gibst du mir deinen Einfluss für diese Runde, ich gebe dir ein Gold und so. Dann kommt das Spiel erst so langsam in Fahrt, deswegen starten mit 6 Einfluss. Ihr könnt die Basiskarten ohne Hilfe anderer Familien quasi spielen, beziehungsweise wie nennt man es? Ludus, Ludi. Ludi, ist Ludi die Mehrzahl von Ludus? Also von anderen Gladiatorenschulen. Nur für die harten Karten müsst ihr dann, was weiß ich, die dann 10, 11, 12 brauchen, müsst ihr euch dann quasi Verbündete suchen. So kommt das Spiel ein kleines bisschen schneller irgendwie in Flow und es ist einfach. Es ist einfach lecker. Eins der coolsten Spiele in meiner Sammlung. Nach wie vor eins der Spiele, die ich mir als erstes irgendwann mal geholt habe, damals zu Beginn meiner Karriere, und sicher auch eins, was zu allerletzt hier ausziehen. Und auch hier habe ich deutsche Regeln. Spartacus. So. Weiter geht's mit dem Game, wo ich auch richtig Bock drauf. Das wird so ein kleines Absacker-Ding nochmal sein. Was mir einfach unnatürlich auch viel Spaß macht. Auch wenn Chris mittlerweile es so gehypt hat und sagt, nee, irgendwie sagt er doch nichts. Ich mag das super Trashige, was halt eben drauf ist. Und habt einfach OP Arena. Auch da habe ich eigentlich zu allen Spielen, nee, ich habe nicht zu allen Spielen, aber zu einigen Spielen, welche einblenden, hat ja eine Regelerklärung irgendwie. Auch wenn sie nicht, vielleicht nicht alle reinpassen. Egal, OP Arena. Wir haben, es ist letztlich eher ein Absacker oder ein Warm-up-Game, auch wo es hart einfach auf die Fresse geht. Ami-Trash, Glücks-Game. Wir legen total überpowerte Kreaturen halt eben raus und die müssen sich dann gegenseitig killen. Für jeden Kill und jede Killbeteiligung bekommen wir Punkte. Wer als erstes genug Punkte hat, der gewinnt dann irgendwie das Spiel. Man kann da so ein kleines bisschen rumtaktieren. Die Charaktere sind halt sehr cool. Das Artwork ist halt eben sehr cool. Ich weiß, da können viele Leute quasi nichts mit anfangen. Ich persönlich finde es aber einfach gelungen, der Lasershark und so. Also jeder, der sich auf Tele 5 zu Hause fühlt, der wird sicher hier seine wahre Freude mit dem Spiel haben. Auch wenn, boah, ihr seht, hier ist nicht viel drin, ne? Das sind die Karten. Hier sind noch ein paar mehr, weil sie nicht ins Tütchen gepasst haben. Das, das, das und das ist Müll. Also, ne? Aber ich habe mir überlegt, dass ich mir da vielleicht tatsächlich mal ein kleines Inlay baue.
Einfach damit es einfach mal so ein kleines bisschen schöner aussieht, weil das auch so ein Spiel ist, was es meines Erachtens verdienen wird. Ich weiß gar nicht genau, wie die Verfügbarkeit ist. Kann sein, dass die da auch eher so ein bisschen durchwachsen ist. Müsst ihr mal gucken, ob ihr da irgendwie was findet. Die Regeln sind ein Witz. Es sind 8 Seiten hier hinten, wobei 8 Seiten nur Creds sind. Das heißt, hier ist Komponenten und Aufbau. Hier ist Ablauf. Beispiele, Ende. So, also super, super, super simpel. OP Arena, geil. Macht einfach Bock, sich gegeneinander zu fetzen, die Dudes von den anderen zu killen. Es ist halt immer so eine Partystimmung am Tisch irgendwie, finde ich. Na, zeig mal, was deiner kann. Ich zeig auf keinen Fall, was meiner kann. Dann hältst du die Hand da drüber und weiß ich nicht. Und dann hoffst du, dass sie 6 würfelt, damit er den alles zerschneidenden Überberst, Kettensägen, Schub halt eben macht und rechts und links alles wegsägt, um die anderen so ein bisschen zu überraschen. Cool. Nimmt sich nicht zu ernst und fetzt einfach. Lediglich Packungsgröße ist für das Material einfach weg. 2 Dinge habe ich noch. Leute, wenn das wieder klar ist, ich habe es letztes Jahr gespielt, ich habe es dieses Jahr noch nicht gespielt. Es gibt jetzt den Reprint und es kommen 3 Erweiterungen dieses Jahr auf Deutsch, die je 27 € kosten sollen. Habe ich von Chris gehört. Und die Rede ist von Sidas Exodus. Jetzt sagt ihr, ist ja voll langweilig, warum zeigst du denn Sidas Exodus jetzt? Hier habe ich übrigens auch ein Video zu gemacht. Kommt da eh auf Deutsch, ja. Nehmt es euch als Erinnerung. Seit ich diesen Kanal hier gegründet habe, seit er, keine Ahnung, weiß ich nicht, predige ich euch. Dieses Spiel ist so krank, es ist so anders, es ist so bitterböse und es ist so ausgezeichnet, dass ich für dieses Spiel, wie für alle Spiele, auch hier nochmal eine Lanze brechen muss. Leute, dieses Game ist so heftig. Es ist wirklich so heftig und alles ist quasi möglich. Wenn jemand gewinnt, dann, wenn dein Gegenüber quasi gewinnt, dann bist du selber schuld, weil, und die anderen Spiele auch, weil ihr ihn habt gewinnen lassen. So ein Game ist das. So ein Ding ist das, Leute. Ich weiß nicht genau, was die Erweiterungen machen, die da kommen. Letztlich von der Story her, vielleicht nochmal ein kurzer Abriss. Das ganze Ding sieht hier hinten so aus. Scheiße, ich hol's jetzt raus. Playerboard. Auch Anleitung. Anleitung, baut euch das Spiel auf. Anleitung so lesen, rafft man nicht. Habe ich probiert. Aber auch hier wieder übelst mülliges Inlay. Könnte auch alles kleiner sein hier. Gute Luft-Inlay. Boah, mein Spielplan ist auch schon so klein. Ich werde jetzt wahrscheinlich nochmal gucken. Mein Spielplan ist in der Mitte auch schon so ein richtig bisschen abgefuckt. Aber wir haben es euch schon übertrieben aufgespielt. Das ist der Spielplan, das sind sogenannten flüsternden Flure und hier werden Module und Besatzungsmitglieder ausgelegt und dann setzt man hier so Scheiben ein und die geben einem dann Einfluss. Und zwar geben die auf jedes Ding einen Einfluss, diese Scheiben sind sogenannte Unterhändler und wenn die Farbe mit dem des Unterhändlers quasi mit dem Modul oder der Besatzung die angrenzen, halt eben eingefügt, übt er einen mehr Einfluss drauf. Und wenn alle Unterhändler eingesetzt sind, dann wird halt eben eins nach dem anderen ausgelöst und derjenige bekommt quasi das Ding und muss einen Unterhändler wieder zurückräumen. Unterhändler, die liegen bleiben, werden stärker für die kommenden Runden und bieten dann halt eben mehr Einfluss und so weiter und so fort. Und danach kommt quasi die Phase, wo ihr diese Module und Besatzungen quasi in eure Arche einbauen müsst. Thematisch ist es nämlich so, ein gewaltiger Komet droht die Arche der Menschen, die sie irgendwann mal gebaut haben, zu zerschmettern. Das Ding ist ultra veraltet und wir bekommen alle den Auftrag, dass wir eine neue Arche bauen sollen, mit der der Fortbestand der Zivilisation gerettet wird und wir uns rechtzeitig von der alten Arche verpieseln können, sozusagen. Bisschen wicked, es spielt auch keine Rolle. Letztlich könnt ihr euch vorstellen, ihr müsst das geilste Raumschiff bauen und den anderen vielleicht ihre Raumschiffe so ein bisschen kaputt machen. Ganz vereinfacht zu erklären. Diese Mehrheitsmechanik mit diesem Einsetzen und dann Einfluss nehmen mit diesen geilen Cubes hier und so, das habe ich so noch nicht gesehen. Hier diese Karten, das sind diese quasi die Module. In jedem Modul dürfen 2 Besatzungsmitglieder drin. Wird das Modul zerstört, wer fliegen die da wieder raus und so weiter und so fort. Also ihr könnt euch richtig derbe durchnehmen bei dem Game. Ich liebe dieses Spiel. Leider ist es so, wenn du derbe reingeschissen hast, hast du es schwierig aufzuholen. Ich habe keine Ahnung, was die anderen machen. Allerdings habe ich auch schon Spiele gesehen. Ich habe ja meinen allerepischsten Sieg erzählt. Immer gerne wieder. Jetzt ist der Moment wieder gekommen, wenn es am Tisch steht. In diesem Spiel gehabt. Ich glaube, ich habe in der letzten Spielrunde durch 3 Überkombinationen, die anderen nicht gesehen haben und mir nicht kaputt gemacht haben, habe ich das Spielbrett 1,5 Mal die Punkteleisten nochmal umrundet und
Ja, die anderen haben sich super geärgert und es war mein fulminantester Sieg. Aber wie gesagt, das Game ist deswegen nicht broken. Es bietet unwahrscheinlich viele Möglichkeiten zur Kombination von Besatzungen und Dingens, um das Bestmögliche halt eben da rauszuholen. Und wenn die anderen das nicht sehen, dann ist scheiße. Also guckt, was die anderen machen, lasst nicht davon und immer ordentlich auf die Fresse geben. So, dann haben wir noch ein Spiel, da bin ich jetzt in, was mir besonders am Herzen liegt, weil es eins meiner allerersten Spiele gewesen ist. Das habe ich tatsächlich zuletzt auch nochmal gespielt und auch auf einmal erfolgreich, einmal nicht erfolgreich quasi gespielt. Ich wollte es aber zeigen, weil ich jetzt einmal in die Collectors Upgrade Edition reingegangen sind. Und zwar läuft ja auf Gamefound aktuell der Kickstarter bzw. die Schwarmfinanzierung zur Robinson Crusoe Collectors Edition von Portal Games. Pegasus wird das meiste, diese Upgrade-Box und das Adventure-Book und so, das wird auf Deutsch kommen. Bei der App bin ich mir nicht ganz sicher. Ja, habe mir dann gestern für 80 Euro die Upgrade-Version bestellt, damit ich quasi diesen ganzen Scheiß. Hier, ihr seht, das ist die Storage, das Ding steht halt eben oben über, vernünftig auch in dieser anderen Box tatsächlich mal lagern kann. Während ich eigentlich immer faul bin und keine Lust habe, Sachen in große Boxen zu räumen, gehört Robinson Crusoe halt eben zu eines meiner absoluten Lieblingsspiele und auch da werde ich mir tatsächlich mal die Mühe machen. Hier ist ja schon so ein schrottiges Inlay drin, was die Mäusels mir mal geschenkt haben, aber das ist halt eben auch der übelste Scheiß. Ihr seid auf der Insel, jeder kennt das, ich habe und müsst halt eben da herumfuhrwerken und einfach Survival. Ich liebe Survival, ich liebe so Abenteuer-Settings, ich liebe so Piratendinger und hier kommt einfach irgendwie alles zusammen. Das Game ist bockschwer und Zufallsevents. Hier trifft einfach alles. Diskussion am Tisch, hier trifft halt eben alles in einen Schmelztiegel, was ich halt eben gerne habe bei Robinson Crusoe. Und da freue ich mich halt eben sehr, sehr, sehr drauf. Ich bin auch gespannt hier. Die Mystery Tales Erweiterung muss ich dringend irgendwie mal spielen und so weiter. Aber auch hier finde ich es zu viert einfach irgendwie noch cooler, weil du noch so ein kleines bisschen schneller Progress machst mit der Erkundung und ich mache das und ich baue mal hier und tralala, auch wenn man jede Runde natürlich mehr Essen braucht. Ein ganz, ganz, ganz starkes Spiel, was es auch günstig, glaube ich, für 20 Euro bekommen und damit auf jeden Fall auch eins der allerbesten Preis-Leistungs-Verhältnisse aus meinem Regal mit sich bringt. Regeln waren damals, zumindest in dieser Version, ich weiß nicht, ob die sind nochmal umgeschrieben, umdesignt worden oder so, nicht so mega zugänglich, viel zu detailliert, zu viele Beispiele, zu lückenhaft, springe von dort nach da und du findest halt eben nicht intuitiv, wenn du was nachschlagen willst, irgendwelche Sachen. Manche scheinen irgendwie komplett zu fehlen. Mein Regelvideo, da mache ich zwei komplette Züge. Schaut es euch mal an. Das dauert, glaube ich, 50 Minuten oder so. Aber wenn ihr mal in die Kommentarfunktion guckt, also ich glaube, es gibt kein hilfreicheres Video zu Robinson Crusoe, weil es ist wirklich eine komplette Erklärung von Aufbau bis über die Mechanik, bis halt eben zwei Züge komplett einmal ausgespielt, um das Ganze halt eben nochmal nachzuvollziehen. Und ja, ich bekomme regelmäßig immer drunter, Digga, danke, danke, hat mir mega geholfen, danke, danke, danke. Ist mein erfolgreiches Video auf dem Kanal, kann also tatsächlich dann nicht das schlechteste Spiel sein. Robinson Crusoe, ja, Abenteuer auf der verfluchten Insel, ist quasi mein letzter Päckchen, habe ich glaube ich 10 oder so genommen. Ja, besten Dank fürs Einschalten, da sind wir am Ende und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder, ob hier auf YouTube oder auf Twitch oder wie auch immer. In dem Sinne, Leute, besten Dank, ich bin der Digga, ihr seid die Besten. Tschüss.